Und es ist auch sehr, sehr bestürzend, dass es mittlerweile auch in YouTube, auf YouTube, diverse Kanäle gibt, wie beispielsweise mich oder den Doktorand oder Persia X oder auch den Bleilo oder den Sally oder die Weltraumaffen und so weiter und so fort, die sowas eben kritisieren. Denn grundsätzlich ist es halt einfach eine Geschichte des gesunden Menschenverstandes, den man zurückholen muss, indem man Leute kritisiert, die einfach mit dem absoluten Bullshit und gesellschaftsschädigenden Ideen und Regelwerken um die Ecke kommen, dass es sehr, sehr zermürbend ist, dass man sich nicht mehr auf wichtige Probleme konzentrieren kann oder Probleme differenziert betrachten kann, sondern es ständig jetzt mittlerweile eine Gegenstimme braucht. Also, das ist ziemlich zermürbend aus meiner Sicht.